Wir wollen den Unterricht absichern. Dazu werden die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger gebraucht. Es geht also nicht mehr um das Ob der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, sondern darum, sie bestmöglich zu qualifizieren, sie vorzubereiten und zu begleiten, damit sie auch weiterhin eine stabile Säule in der Unterrichtsabsicherung in Thüringen sind. Der Intensivkurs ist sehr breit aufgestellt, was die Themen anbelangt. Wir versuchen, den Kolleginnen und Kollegen alles das an die Hand zu geben, in relativ kurzer Zeit, was ihnen hilft, im Schulalltag zurechtzukommen. Das sind vor allen Dingen diese Bereiche, die ein grundständiger Lehrer ja in seinem Studium mitbekommt, aber die eben den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern fehlen. Ja, ich habe in Jena studiert im Bachelor Germanistik und Volkskunde Kulturgeschichte und habe dann gleich meinen Master auch hier in Jena drangehangen im Bereich Literatur, Kunst, Kultur. Und jetzt unterrichte ich an der Regelschule Deutsch und Ethik. Ich bin Wirtschaftsingenieur FH, Schwerpunkt Maschinenbau, und ich unterrichte in Meiningen an der Regelschule die Fächer Mathematik, Wirtschaft, Recht und Technik und technisches Werken. Also wir sammeln jetzt seit 2 Jahren Erfahrung und die Erfahrungen sind gut, aber wir müssen vieles besser machen. Da geht es als erstes um eine schnellere und zügigere Einstellung und auf der anderen Seite um ein abgestimmtes Vorgehen sowohl der Schulämter, des Ministeriums, der Studienseminare und auch des TILMS, um also die Qualifizierung entsprechend voranzubringen. Denn wir wollen ja, dass diese Frauen und Männer qualitativ guten Unterricht geben und dass sie sich auch sicher fühlen und dass sie dann auch in der Schule bleiben. Dazu gehört, dass sie im Unterricht begleitet werden, ein Feedback bekommen, dass sie auch betreut werden über lange Zeit. Das Ziel des Intensivkurses ist es, die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die in den Thüringer Schuldienst eingestellt wurden, möglichst zeitnah zu qualifizieren und auf den Schuldienst vorzubereiten, um genau die Expertise, die sie aus ihrer Berufserfahrung mit sich bringen, auch gewinnbringend in den Schulen anbinden zu können. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, habe ein Master of Science. Ich unterrichte an der Walter Gropius Berufsschule die Fächer Bautechnik und Physik und Schallschutzisolierung. Ich habe Biologie studiert, nicht auf Lehramt, bin jetzt aber als Seiteneinsteigerin in einer Gemeinschaftsschule in Erfurt tätig und unterrichte Biologie, Mensch-Natur-Technik und Schulgarten. Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger sind ja keine voll ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Sie springen ins kalte Wasser. Sie fühlen sich aber berufen, zu unterrichten, sie dabei zu stärken. Dafür müssen sie nicht nur qualifiziert werden, sondern sie brauchen die Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Schule, natürlich auch durch die Eltern und möglichst auch durch die Schülerinnen und Schüler. Und sie sollen ganz einfach dann auch ausgebildete und anerkannte Lehrerinnen und Lehrer werden.